Wie man einen Bruch in eine Prozentzahl umwandelt, haben wir bereits ausführlich besprochen. Heute zeige ich euch, wie ihr aus einer Prozentzahl einen Bruch macht. Und das geht viel schneller. Hier haben wir 25%. Und diese Prozentzahl soll nun in einen Bruch umgewandelt werden. Nichts leichter als das. Wir wissen ja, dass Prozent von 100 bedeutet. Also darf ich dieses Prozentzeichen austauschen. Und zwar durch einen Bruchstrich mit einer 100 im Nenner. Denn 25% heißt ja 25 von 100 teilen. Und wenn ich das als Bruch darstellen möchte, lande ich bei 25/100. Klar, diesen Bruch können wir jetzt noch mit 25 kürzen und haben dann ein Viertel. Aber vom Prinzip her ist der wichtigste Schritt das Austauschen des Prozentzeichens durch einen Bruchstrich mit einer 100 im Nenner. Und das geht immer. 50% wird zu 50/100 und gekürzt mit 50 zu 1/2. 60% wird zu 60/100 und gekürzt mit 20 zu 3/5. 33% wird zu 33/100 und kürzen kann man das nicht mehr. Daher bleibt es bei 33/100. Natürlich geht es auch mit Prozentzahlen mit Komma. Hier haben wir 12,5%. Und auch wenn es etwas strange aussieht, ziehen wir unser Ding jetzt stur durch. Das Prozentzeichen kommt weg und wir schreiben 12,5/100. Einen Bruch mit einer Kommazahl, nicht gerade die schönste Variante, aber wir können ja noch kürzen. Denn die 12,5 passt 8 mal in die 100. Also haben wir gekürzt mit 12,5 1/8. Und das sieht doch schon viel besser aus. Gleiches machen wir mit 2,5%. Dann haben wir 2,5/100 und gekürzt mit 2,5 sind das dann 1/40. Was solltet ihr euch jetzt unbedingt merken? Soll eine Prozentzahl in einen Bruch umgewandelt werden, kann man immer das Prozentzeichen durch einen Bruchstrich mit einer 100 im Nenner ersetzen. Denn Prozent heißt von 100. Manchmal lässt sich der Bruch dann auch noch kürzen. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.